Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal kurz reinguckt in dieses Let's Play von World of Warships. Und hier haben wir die USS Missouri im Spiel. Vielen Dank an Matze337 für die Einsendung und nicht nur die Missouri. Eigentlich, das sieht man jetzt hier nicht, aber hier oben drin, da sitzt gerade der Captain Steven Seagal. Also auch der ist am Start natürlich, wie soll es anders sein. Bin da schon sehr gespannt, was er reißen kann. Zumindest von den Stats her eine coole Runde. Und so, und da geht's schon los. In dem Fall die Schüsse mal Richtung Atago gesetzt, aber die fliegen alle ins Wasser. Hat aber da genug Ziele jetzt offen, auf die er schießen kann. Wird sich jetzt wohl die Iowa davor knüpfen. Das ist so der Plan, so sieht es zumindest aus. 13 Sekunden ist die Flugzeit der Granaten. Also mal schauen, ob er das gut berechnet hat. Oder vielleicht schläft der Steven ja so gerade ein bisschen. Da hat zwar einer getroffen, aber wir sehen 1350 Schaden. Der war jetzt natürlich nicht so wahnsinnig hoch. Friedrich der Große, komm, steck ein bisschen was ein. Ja, 4450 Schaden ist okay. Aber wie gesagt, man will ja in so einer Missouri mit so einem dicken Brummer, will man ja eigentlich den Schaden mal richtig rausbratzen. Auch wenn man mit hier ist, im 8er, 9er, 10er Gefecht. Aber brauchen wir nicht drüber reden. Da hat er alles an der Hand, was es normalerweise möglich macht. Er bekommt schon einiges ab, aber in dem Fall Gott sei Dank nirgendwo so richtig dicken Schaden. Also da ist noch alles in Ordnung. Aber man sieht schon, auf die Missouri, da ist gerade zumindest ein kleiner Fokus vorhanden. Auch hier wieder dieser klassische 4455 Schaden. Da muss natürlich mehr kommen. Aktuell 14715 Schaden. Das ist jetzt nicht so dicke. Aber was ich hier schön finde bei dem Kapitän, sobald er den Mund aufmacht, einen Steven zu hören, das ist schon mal sehr sympathisch. Den alten Haudegen. Ich würde ja gerne eine andere Schadenszahl kommentieren, aber wieder 4455. Jetzt komm, jetzt zeig mal, dass du mehr kannst, Steven. Hau einmal einen dicken raus. Gib's uns. Wir wollen den Schaden sehen. Wir wollen den Schaden sehen. Ja, in Summe waren das jetzt mehr als 4455. Das waren ja schon 5800 um den Dreh, also da ist schon richtig was rausgebratzt. Nee, jetzt wird es langsam eng, weil der Gegner führt mit 3 Caps zu einem. Der Gegner hat schon 2 Schiffe zerstört. Also, da muss man sagen, da muss jetzt mal langsam ein bisschen am Gashahn gedreht werden. Oh, jetzt aber mal in Summe 11.600. Der war schön.
Muss man aber auch bei Friedrich der Große, weil das Schiff hat natürlich einiges an Hitpoints. Mit 84.300 muss das erstmal alles ein bisschen runtergeballert werden. Der Hit hat man ja oben auch schön wieder gesehen. Auch wieder nicht so dicke, aber schon in Ordnung. So, jetzt wird es hier ein bisschen enger bei den beiden. Der Ibuki, die natürlich jetzt hier da mal das Kuscheln kommt, aber da ist die Missouri einfach ein Monster dagegen. Da kann sie kuscheln, so viel sie will, aber ihn wird sie hier nicht abdrängen oder wegdrücken. So, jetzt komm. Jetzt pack mal einen richtigen aus. Also jetzt will ich hier mindestens ein 15.000 sind. Mindestens. Eigentlich sogar mehr. Ja, eine gegnerische Missouri, komm. 7.155. Schade. Ich dachte mir, da kommt vielleicht so noch eine zweite Granate, die dann irgendwie so etwas Dickes reinhaut. Aber dann doch nicht. Mal das Radar angeschmissen. Nicht, dass er hier von irgendwas überrascht wird. Die Torpedos links sind dann auch da vorhanden. Oh, die Missouri, jetzt dreht sie schön rein. Das heißt, jetzt sollte er gut da mal richtig dicke. Komm, 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 komm. Ich glaube, ein bisschen zu hoch. 10.000, komm. Ja, das gilt fast als 15.000, weil es eine Salve so war. Also die war schon besser. Muss man aufpassen, dass er jetzt hier nicht zu viel Breitseite anbietet. Sein Team liegt massiv schon hinten. Sein Team 5 Verluste, Gegner erst 2. So, Missouri dreht jetzt auf ihn rauf. Also dreht vielleicht, überdreht sogar ein bisschen. Er macht es da besser. Die Kanonen zeigen alle auf. Wow! Schöner Treffer, zwei Zitadellen. Ja, da hat man gesehen, dass man mit dem Schlachtschiff auch trotzdem nicht die Breitseite anbieten sollte. Denn das wird dann einfach böse bestraft. Er brennt hier, heilt es dann gleich weg. Ja, 1355 natürlich hier nicht die Sachen, die man braucht. Oh, da hat es noch eine Zitadelle gegeben. Die hat man jetzt schön gesehen. Und die hat ja dann doch nochmal ein bisschen was nachgehauen. Jetzt kommt, die Shima muss weg. Ja, sehr wichtiger Kill. Und jetzt hier auch ganz schnell weg vor den Torpedos. Und der Steven sagt es auch, dass der gegnerische Zerstörer zerstört wurde. So, vor ihm jetzt hier die Iowa. Das scheint hier sein aktuelles Ziel zu sein. Könnte jetzt nochmal eine richtig schöne Schlacht werden. Gerade in Anmacht. Oh, was geht denn da plötzlich alles auf? Noch eine Shima und noch eine Izumo. Jetzt muss er natürlich sich erstmal auf die Shima konzentrieren.
Leider muss er jetzt hier den ein oder anderen Torpedo da schlucken. Ich glaube sogar, dass er mit zu... Oh Gott. Zwei Torpedos, ja. Das war schon... Besser konnte er schon gar nicht mehr erwischen. Also es waren schon eh die möglichst geringste Anzahl an Torpedo-Hits, die er fressen konnte. So, die Shima ist natürlich jetzt direkt neben ihm. Und er geht aber jetzt erstmal auf die Iowa. In Anbetracht dessen, dass er hier nicht die Shima direkt treffen kann. Jetzt komm, zeig uns, was da drin ist. Yo, 41.000 Schaden. Drei Zitadellen und die Izumo geradeaus auf ihn. Und eine Batterie hat er ja hinten noch, genau die. Und ja, super, da macht er auch die weg. Und jetzt wissen wir alle, was passiert. Er will hier wohl die Izumo da rammen und damit sozusagen sein Schicksal besiegeln. Aber macht er natürlich nochmal einen Monsterschaden. Und das ist nur ein Kratzer und kommt somit auf 250.000, weil er der Izumo einfach mal 80.000 geraubt hat. War meines Erachtens wirklich das Beste, was er da jetzt noch machen konnte. Ansonsten hat er keine Chance mehr gehabt. 4 Kills hat er sich geholt. Jetzt schau mal, was sein Team hier drüben noch imstande zu leisten ist. Muss ich noch schauen. Scheinbar muss ich hier so ein bisschen... Das ist immer noch in der Replay-Funktion zwar schon besser, aber nicht so, wie man es haben wollen will. Das heißt hier Friedrich der Große gegen die anderen Friedrich der Große und die Atago. Eine Shima ist hier auch am Start und eine Ibuki. Und die Shimakaze nimmt jetzt hier die Shimakaze raus. Keine Chance, den Torpedos auszuweichen. Finde ich total geil, wie man hier so durchgehen kann. Die Torpedos treffen hier nicht, aber was ist hier drüben? 1, 2, oh, Ibuki. Das war natürlich auch nicht zu dodgen dann mehr. Und jetzt ist natürlich hier die Friedrich der Große unglaublich unterlegen, weil gerade eben waren sie noch zu dritt und jetzt ist sie da alleine. Aber jetzt hier drüben ist interessanter, deswegen hören wir es auch, weil er hat sozusagen die Kamera auf hier drüben fokussiert. Also die Khabarovsk gegen die Shima und das sollte sie im Duell One-on-One eigentlich gut austeilen können. Torpedos sind keine zu sehen, das heißt hier da jetzt zurückgekommen. Friedrich der Große brennt hier. Kann scheinbar leider nicht. Oh doch, jetzt ist der Brand gelöscht. Alles gut. Ich kann dir schon mal so ein paar Hard Facts zu dieser Runde erzählen. Der hat hier die Zulu-Flaggen ja verwendet. Durch diese Modifikation hat er in Summe 900.000 Credits rausbekommen. Das war eine 1-Millionen-Runde. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz krasses Ding. Leider jetzt Friedrich der Große hier versenkt worden. Aus dem Rauch kam auch noch einiges. Und jetzt nur noch die Khabarovsk am Leben. Also von dem her leider da kaum mehr was möglich. Aber wie gesagt, die Runde natürlich mit 7 Zitadellen, 4 Zerstörungen und 250.000 Schaden. Sehr, sehr sehenswert. Und natürlich den Ram-Bock sozusagen am Schluss ausgepackt. Ist natürlich auch immer wieder nice. Ja, ihr seht oben die Tickets, die laufen jetzt weg. Das heißt... Die Runde kann hier nicht mehr gewonnen werden. Das Thema ist definitiv durch. Sehr, sehr schade. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, die Missouri nochmal zu sehen. Auch wenn es nicht so lange her war. Aber ich denke mir, das Schiff durfte man noch ein zweites Mal anschauen. Habt ihr sie denn selbst auch schon? Würde mich mal interessieren. Postet es in die Kommentare. Ansonsten weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.